kannst du nicht dran. Hör auf jetzt. Ja. Igor, ja, super Stimmung hier. Meine Frau ist nicht da. Hör auf jetzt. Ich möchte... Meine Frau ist nicht da. Ist mir auch lieber, dass deine Frau nicht da ist, weil mit der habe ich sowieso nur Probleme. Ich auch. Ja, du auch, schön. Ja. Wo ist sie denn? Zur Kur. Die ist zur Kur. Ja. Verschönerungskur. Da geht nichts mehr. Scheidungsgeld. Was macht sie denn? Abmagerungskur. Eine Abmagerungskur. Ja. Hat sie einen guten Winter gehabt? Ja. Woran hast du gemerkt, dass deine Frau Übergewicht hat? Der sind dein Duschen die Füße nicht mehr nass geworden. Hast sie einen Ratschlag gegeben? Ja. Was? Sie soll dein Duschen Handstand machen. Hör auf jetzt. Ja. Bitte jetzt. Meine Damen und Herren, wir haben keinen Sex mehr. Das ist kein Thema für hierher. Okay. Gut. Wir hatten keinen Sex mehr. Du möchtest gerne darüber reden? Ja, was heißt das? Nur noch selten. Na, nur noch selten. Ja. Dann habt ihr ja noch. Ja, auf dem Bahnhof. Wie? Wir hatten nur noch Sex auf dem Bahnhof. Warum? Unser Schweizer Verkehrsminister hat gesagt, der Schwerverkehr muss auf die Schiene. Lass das. Lass mir die Musik in Ruhe. Hör auf jetzt, lass mal die Musik in Ruhe. Tete! Hör auf jetzt, ich mach euch fertig. Schluss jetzt. Bitte, euch zünd ich die Hütte an. Jetzt hör auf jetzt, bitte. Oh mein Gott, ist das mühsam mit dir. So kann man ja nicht früher vorwärts machen. Ist alles okay, ist alles okay. Hä? Ja. Ja, mal, sonst geht's gut. Ja, mir geht's sehr gut, mir geht's sehr gut. Ach, das kann alles sehr schön, ja. Ja. Hast du keine Probleme? Was für Probleme? So sexuell. Das geht dich nichts an. Ach so. Gut. Wirklich keine Probleme? Nein, ich habe keine Probleme. In deinem Alter? Ja, bei mir ist alles in Ordnung. Wieso? Ich bilde mich auf diesem Gebiet auch weiter. Wie denn? Ich habe ein Buch gelesen. Was für ein Buch? Was für ein Buch? Das Buch heißt Die Techniken der Liebe. Wie? Die Techniken der Liebe. War das teuer? Das war teuer. Schade ums Geld. Warum schade ums Geld? Technik der Liebe, wenn du kein Werkzeug mehr hast. Jetzt hör auf hier! Schluss. So. Bitte. Also. Noch einmal Tete und ich nach euch fertig. Hör auf jetzt! Steck dir deine Trompete sonst wo hin. Jetzt hör auf jetzt! Jetzt bitte. Okay, ja. Hauptsache es funktioniert alles. Ist alles okay, ist alles okay. Gut, okay, gut. Ja. Hör mal, meine Frau ist hässlich. Meine Frau ist hässlich! Woran hast du das gemerkt? Letzten Frühling hatte ich sie in den Garten gestellt. Deine Frau in den Garten? Ja. Als was? Als Vogelscheuche. Und dann sind die Vögel so erschrocken, die haben sogar die Kirschen vom letzten Jahr zurückgebracht. Den Dirigenten dränge ich um, du. Hör auf. Hör auf jetzt, bitte jetzt. Okay, so, also, alles klar, gut, ja. Hör mal, deine Frau ist reich, deine Frau ist, seit wann ist deine Frau reich? Die hat einen Lottosechser gehabt. Lottosechser? Ja. Wie viel hat sie gewonnen? 3 Millionen Euro. 3 Millionen Euro, wunderschön. Ja. Was hat sich jetzt ja in eurem ehelichen Leben verändert? Ich bete jetzt für sie. Du betest für deine Frau? Ja. Schön. Was betest du denn? Lieber Gott, ich hatte meine Frau sehr gern, wenn du sie lieber hast, dein Wille geschehe. Ich zieh ich den Stecker aus. Jetzt hör auf jetzt. Und lach nicht so dreckig, dich mache ich auch zur Sau. Jetzt hör auf jetzt. Sei nicht so aggressiv. Entschuldigung. Okay, also. Ja. Aber ich will mal nachher was trinken. Ja. Gib's mir mal schnell 10 Euro. Was? Gib mir 10 Euro. Wieso 10 Euro? Ich will von dir 10 Euro. Hast du Sicherheiten? Was? Sicherheiten wegen 10 Euro? Sehe ich aus wie Eichel oder was ist los? Hör mal, warum, ich hab hier Sicherheit. Schau dir das mal an. Was ist das denn? Das ist mein Hund. Dein Hund? Guck dir den mal an. Die Rute hängt, der hat keine Zähne mehr, der Fell ist zerzaust. Der sieht ja scheußlich aus. Den nehme ich nicht als Sicherheit. Nicht, nimmst du nicht als Sicherheit. Wenn ich habe ja was anderes. Was denn noch? Hier. Was ist das denn? Das ist meine Frau. Was? Das ist deine meine Frau. Kann ich den Hund noch mal sehen? So, jetzt Schuss jetzt. Also, ich habe euch gelacht. Und ihr da hinten lacht nicht so dreckig. Schluss jetzt.
bitte jetzt. Okay, die Mumien von Friedrichshafen. Jetzt hör auf jetzt, bitte. So. Also jetzt, ja. Hör mal, wo ist das Geld jetzt? Ich hatte kein Geld. Du hast kein Geld? Nein, ich musste heute aufs Steueramt. Aufs Steueramt, ja wunderbar. Wie bist du da hingegangen? Nackt. Wie? Nackt. Wieso gehst du nackt aufs Steueramt? Wenn du nichts anhast, können sie dir nichts wegnehmen. Schön. Ja, nach einer Viertelstunde bin ich wieder rausgekommen. Rausgekommen wie? Vorne und hinten versiegelt. Oh, hey. Ja. Was ist denn auf diesen Siegelmarken draufgestanden? Gas und Wasser abgestellt. Papa. Tja, heute Nachmittag habe ich hier drin Bier bestellt. Hast du ein Bier bestellt hier drin? Ist natürlich auch ganz toll. Ja. Und was hat die Kellnerin gebracht? Ein alkoholfreies. Die hat mir ein alkoholfreies Bier gebracht. Ja, ist ja gut. Stell dir vor, mir ein alkoholfreies Bier. Bleh. Das ist dasselbe Gefühl, wie wenn du Claudia Schiffer bestellst und die Angela Merkel kommt. Hast du ein Problem? Ja, mit einem Herzschrittmacher. Mit einem Herzschrittmacher? Ja. Wann hast du gemerkt, dass du damit ein Problem hast? Jedes Mal, wenn ich huste, geht zu Hause das Garagentor auf. Bitte, hör auf jetzt. Also, so. Na. Können wir jetzt weitermachen? Hier liegt's nicht. Also, so. Und zwar folgendes möchte ich noch an dieser Stelle... Lass mich los. Lass mich los. Ich möchte... Lass mich los! Fass mich nicht an! Hast du ein Problem? Du stinkst aus dem Mund. Hör auf jetzt! Lass mich jetzt los! Weißt du, wie das aussieht? Wie sieht was aus? Du hältst mich. Ich halte dich, ja? Wie sieht das aus? Bitte wie? Wie meinst du das? Leicht östrogen irritierend. Ach so, nein, ist schon gut. Nein, ist alles in Ordnung. Okay, gut. Meine Damen und Herren, was ist das? Was ist was? Aber ich kann dir das hier nicht erklären. Sag's mir. Wie soll ich dir das erklären? Hör mal, du hast doch zu Hause ein Aquarium. Ja. Gut. Also wenn du ein Aquarium hast, ja, hast du gerne Fische. Ja. Wenn du gerne Fische hast, ja, hast du gerne Menschen. Ja. Wenn du gerne Menschen hast, hm, hast du gerne Frauen. Hm. Und wenn du gerne Frauen hast, dann bist du nicht... ganz genau. Ganz genau, ganz genau. So geht das. So geht das, ganz genau. Meine Damen und Herren, hast du ein Aquarium zu Hause? Nein, ich habe kein Aquarium. Ja, ich bin müde. Du bist müde, warum? Ich komme gerade von einem Auftritt. Du kommst von einem Auftritt. Was war das für ein Auftritt heute Nachmittag? Eine Kircheneinweihung. Eine Kircheneinweihung, schön. Ja. Und wem war die Kirche gewidmet? Den Jungfrauen. Den Jungfrauen? Ja. Haben sie auch drei neue Glocken nach oben gezogen? Ja. Die Glocken waren ja auch den Jungfrauen gewidmet. Ja. Kannst du es mal vormachen, wie hat die ganz große Glocke geklungen, so für die Jungfrauen bis 40 Jahre? Wie hat die geklungen, als die geläutet hat? Nur den einen, nur den einen. Nur. Schön, ja. Und so die mittlere Glocke für die Jungfrauen bis 60 Jahre, wie hat die geklungen? Den einen oder den anderen, den einen oder den anderen. Schön, ja. Und das ganz kleine Glöckchen, sowas für die Jungfrauen bis 80 Jahre, wie hat denn das geklungen? Egal, der kommt, egal, der kommt, egal, der kommt. So, ja, 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 ja. Euch geht es wie den Musikern. Jetzt hör auf. So, muss ich halt zu Hause anrufen. Ich habe gesagt, ich rufe schnell zu Hause. Das Kästchen funktioniert nicht. Hast du es von Toll Collect? Jetzt hör auf jetzt. So. So, jetzt geht's. So, muss ich halt die Frau anrufen, dass sie sagen, dass ich im Fernsehen bin. Die hat das noch nicht. Ja. 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 Hallo? Hallo? Wer ist da? Oh, der Kleine ist dran. Der Papa ist dran. Wer ist dran? Der Papa. Hallo, Tata, geht's gut? Ja, mir geht's gut. Hör mal schnell die Mami ans Telefon. Was soll ich? Die Mami ans Telefon holen. Okay, ich geh sie holen. Tschüss. Geht schon die Mami holen. So, Entschuldigung. Hallo, bist du noch da? Ich bin noch da. Die Nanni hat keine Zeit. Hä? Die Nanni hat keine Zeit. Für dich nicht.
Wo ist sie denn? Schlafzimmer. Am Schlafzimmer, hä? Am Fernsehschauen? Nein, mit einem fremden Mann. Mami ist mit einem fremden Mann im Schlafzimmer. Ja. Was heißt das? Der kommt ab und zu. Der kommt ab und zu. Was sagst du dazu? Da hast du ein Problem, hä? Ja, ja. Ja, da habe ich ein Problem. Der ist intelligent. Hör mal, das lassen wir uns nicht bieten. Ja. Geh raus in die Garage. Ja. Hol den Gummihammer vom Camping und komm sofort zurück zum Telefon. Was soll ich? Gummihammer holen vom Camping, zurück zum Telefon. Alles klar. Und tschüss. Und tschüss. Geht schnell den Hammer holen. Hey, ist ein Trifagestreich. Sie könnten raus hier. Jetzt hör auf jetzt. So. Hallo, du bist wieder da. Und jetzt? Jetzt. Ja. Nimmst den Gummihammer. Ja. Gehst ins Schlafzimmer. Ja. Haust beiden eins auf die Nuss und kommst zurück zum Telefon. Was soll ich? Gummihammer nehmen, Schlafzimmer gehen, beide auf die Gocke und sofort zurück zum Telefon. Und tschüss. Und tschüss. Er geht schnell. Ja. So. Wieder da. Wieder da. Hast du es gemacht? Ja. Und jetzt? Jetzt. Ja. Nimmst du die beiden? Ja. Sperrst sie hinter dem Haus in den Stall, bis ich nach Hause komme. Was soll ich? Die beiden nehmen. Ja. Hinter dem Haus in den Stall sperren, bis ich nach Hause komme. Also haben wir gar keinen Stall. Ihr habt keinen Stall? Ah. Entschuldigung, Junge, da bin ich falsch verbunden. Das ist... Meine Damen und Herren, wir haben nur 3 Minuten, die Zeit läuft mit. Ich wurde draußen ein paar Mal gefragt, wie wird man denn Bauchredner? Möchte Ihnen das gerne mal erklären, weil es bei mir angefangen hat vor vielen Jahren. Entschuldigung. Als ich damals ein Romanshorn in Mock Mock City wach wurde. Entschuldigung. Jetzt habe ich ihn wieder. Damals hat es genau gleich begonnen. Aber auch so ein, hört auf zu lachen, so einen Schluck aufgekriegt. Hab den wochenlang nicht weggebracht, bis ein Freund von mir gesagt hat, Rolli, jetzt gehst du mit deinem ins Appenzellerland zu einem Naturheilpraktiker. Also damals nicht zu der Uriella. Weil ich habe schnell gemerkt, Badewasser kannst du auch zu Hause saufen, das ist günstiger. Bin da hochgefahren, Sprechstunde Hilfe macht auf, sag grüß Gott, Herr Berner, was haben Sie für ein Problem? Sage Sie, hören es selber, Sie bringen meinen nicht weg, können Sie mir irgendwie behilflich sein? Kein Problem, gehen Sie ins Wartezimmer, der Doktor wird circa 2 Stunden für Sie Zeit haben. Bin da rein, saß eine Dame drin, 2 Herren. Sofort den ersten Herrn gefragt, Entschuldigung, haben Sie auch so ein Wich oder wo fehlt's denn bei Ihnen? Sagt er zu mir, Sie, ich habe so eine wahnsinnig große Oberlippe und die kommt beim Sprechen immer dazwischen und der Doktor, geht's hier vorne ohne Schirm? Ist gut, ja gut. Und der, ja. Und der. Der Doktor muss mir hier behilflich sein, weil das klingt beim Sprechen so wahnsinnig obszön. Ich arbeite beim SWR 1. Sehr Mitleid gehabt und gedacht, wenn ich mit ihm gesprochen muss, mit der Dame auch noch. Sag ich, Entschuldigung, haben Sie auch so ein Lippenproblem wie der Herr daneben an? Sagt die Dame zu mir, Sie. Bei mir, beim Sprechen, anstatt die Luft nach vorne, immer nach hinten. Hier, nicht da, wo du denkst, deine Gedanken schreien. Und der Doktor muss mir hier hinten eine Luftweiche einbauen. Hör auf zu lachen, ich habe den Rest auch nie verstanden. Das ist gut. Genau, jetzt hast du mit den beiden gesprochen, muss mit dem nächsten auch noch. Sag ich Sie, Entschuldigung, haben Sie auch so ein Luftlippenproblem wie die beiden da nebenan? Sagt er zu mir, Sie, ich hab so ein großes Halszäpfchen. Und das gehört beim Sprechen immer dazwischen. Und der Doktor, muss ich... Und der Doktor muss hier ein Stückchen kürzer machen. 2 Stunden durfte zum Doktor rein, sagt, grüß Gott, Herr Doktor, hab die anderen schon kennengelernt, nehme an, bin der schlimmste Fall heute, können Sie mir irgendwie behilflich sein? Sagt der Arzt zu mir, Sie, Herr Berner, nehmen Sie ruhig Platz, mit solchen Problemen kenne ich mich persönlich aus. Nimmt aus einem kleinen handgeschnitzten Medizinschrank so ein kleines Fläschchen, sagt zu mir, nippen Sie da 3-mal kräftig dran, ich, er,
150 Franken per sofort schwarz überwiesen, in der Hoffnung nach Hause, dass es bessert. Am anderen Tag, meine Damen und Herren, auf der Straße, der Zufall will's, treffe ich prompt den Freund, der mich da hochgeschickt hat. Der fragt sofort: Rolli, wie geht's dir jetzt? Und da bin ich irgendwo das Gefühl nicht losgeworden, dass bei dem Arzt oben immer alles aus der gleichen Flasche trinken. Ich habe gesagt, du, mit dem ist eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Aber seit gestern habe ich noch einen.